Was wir uns vornehmen für Sonntag, für Spiel gegen Red Bull Salzburg, ist natürlich, dass wir endlich die Kehrtwende schaffen. Was gibt Schöneres, als das am Sonntag zu tun? Also grundsätzlich denke ich, dass sie eine sehr gute Qualität haben, dass sie es immer wieder geschafft haben, solche Spieler gut zu setzen. Das ist nicht der erste Spieler, der einen Abgang hat, sondern es war Campbell, Mané, ich glaube, da waren einige schon, die mittlerweile Riesenkarrieren haben. Und die haben sie immer wieder catert, die haben sie immer wieder gut besetzen können. Und sie sorgen dafür schon dann mit der Mannschaft in Liefering, wo sie sehr, sehr viel Geld investieren in junge Spieler, die dann dort dazugeholt werden, sorgsam aufgebaut werden und dann den Übergang schon sehr jung in die Bundesliga herangeführt werden. Und ich denke, dass sie da ein tolles Konzept haben, dass sie da immer Sorge tragen dafür, dass wenn solche Spielabgänge sind, dass sie dann in der Hinterhand schon wieder Spieler haben. Und Prewljak kennen wir ja, der auch schon wieder am Weg der Besserung ist. Sie haben mit Oberlin sicherlich einen guten Ersatz, den ich selber kenne aus der Vorzeit von Altach. Also ich denke, dass da auch wieder Qualität hinten nachkommt. Nur weil Soriano weg ist, ist Red Bull jetzt nicht eine schlechte Mannschaft, denke ich. Sondern wir müssen uns auf den kompletten Gegner einstellen. Soriano ist jetzt für Red Bull Geschichte und was zählt ist die Mannschaft, die am Sonntag auftreten wird und auf die müssen wir uns einstellen. Sie werden sehr dynamisch sein, sie werden uns hochpressen, sie werden versuchen ihr Spiel durchzuziehen, sie machen sich auch wenig Gedanken über den Gegner und werden versuchen, ihr Spiel durchzubringen. Auf das sind wir vorbereitet natürlich. Von unserer Seite wird es einfach eine besondere Leistung brauchen, um so ein Spiel zu gewinnen. Es wird nicht reichen, einfach eine durchschnittliche Leistung. Jeder Spieler muss über sich hinauswachsen und als Team dann dieses Spiel gewinnen zu wollen. Das musst du spüren, das musst du sehen und genauso müssen wir auftreten, wenn wir da was mitnehmen wollen. Wir wissen, was wir können, wie stark wir sind und ich versuche natürlich, meiner Mannschaft von hinten weg zu helfen, ihnen Ruhe auszustrahlen, versuche ich natürlich und jeder meiner Mannschaftskollegen weiß auch, was in ihnen steckt und ich hoffe, wir können am Sonntag zeigen, wie gut wir sind und am besten mit 3 Punkten gegen Red Bull Salzburg. Wenn du die Situationen, die du dir schaffst, nicht nützt, dann kannst du Spiele schwer gewinnen. Ich denke, gerade die Situationen aus den letzten Spielen, wenn du 1 gegen 1 und 4, 5 Metern dann vor dem Torhüter stehst, dann hat es etwas mit Überzeugung, mit Motivation, mit einer gewissen Energie auch zu tun. Das ist Selbstbewusstsein auch und das haben wir dann nicht geschafft. Ich glaube, ich als Trainer muss einfach dafür Sorge tragen, dass ich die Mannschaft in die Box hineinbekomme, dass ich sie dort freispiele, dass wir Situationen schaffen und dann ist es natürlich auch die Qualität des Spielers, wo er gefordert ist, dann auch diese Situationen zu nützen. In diesem Spiel konnten wir bisher 21.000 Tickets absetzen. Wir freuen uns alle sehr auf dieses Spiel und aufgrund der großen Anzahl an Fans, die kommen werden, darf ich wie immer an dieser Stelle einladen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen und in diesem Zusammenhang in einem besonderen Ausmaß mich bedanken für die Kooperation mit der Westbahn, welche seit Sommer 2016 bereits läuft und wir heute bereits via Presseaussendung vermitteln konnten, dass die Westbahn neuer Teampartner des SK Rapid ist und wir bis zumindest Sommer 2018 zusammenarbeiten und hierfür auch einen eigenen Fantarif kreiert haben. Und ich denke, das ist ein gutes Service für die An- und Abreise rund um dieses Spiel. Und, ich denke, die Mannschaft war diese Woche beim Training sehr, sehr fokussiert, hat sehr, sehr gut gearbeitet und das ist die Hoffnung, die es uns gibt fürs Wochenende.